Yo, Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme-Session von Need for Speed Most Wanted DBB Edition. Wir fahren heute, wie es aussieht, mit der Karre. Hatten wir die schon getestet? Ja, wir sind die Sachen schon gefahren, aber nicht komplett. Und deswegen starten wir einfach mal komplett richtig nochmal durch mit der Karre. Weiß natürlich nicht, also klar, die Karren direkt zu fahren, I don't know, kann man machen so. Ich weiß aber auch noch gar nicht, ob ich bei der Karre bleibe oder ob ich nicht einfach mal auf die Idee komme. So, jetzt. mir mal eine neue Karre zu kaufen, wisst ihr? Wäre ja eine leichtige Idee. Die leichtige? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Das Auto war mir im Weg. Muss erstmal ein bisschen klarkommen, ein bisschen wieder mit dem Handling, wie ist das? Hoffen, dass das alles läuft hier, weil ich weiß. War ja klar. So, damit haben wir die erste Mode durch. Alter, ich kann heute auch nicht fahren. Ich merke das schon. Was ist... Ja. Oh, der hatte kein Licht an. Aber was ist denn mit mir? Ganz kurz checken. Wir hatten das ja beim letzten Mal einmal gehabt. Kann mir das mal bitte mal einer verraten, wie ich das hier gefixt bekomme, dass das nicht passiert? Es ist wieder alles niedrig. Ich verstehe es nicht. Was ist das für ein Bug? So. Pam. 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 So, wir wollen natürlich auch die richtigen Grafik-Settings drin haben. Oh, Wirklich, ich sollte das vielleicht vor... Wenn das ein grundsätzlicher Bug dieses Modpacks ist. Kann nur sein. Ich habe hier keine Ahnung. Würde ich einfach sagen, ich sollte das vor jeder Aufnahmesession einfach überprüfen. Weil jetzt sieht es auch wieder passend aus. Weil jetzt ist auch wieder die Beleuchtung wieder richtig. Nein, ich überschlag mich. Ich fahre jetzt nochmal. Das sah halt einfach komisch aus. Mal davon ab, dass zwar immer noch jeder nicht hier, alle ihre Beleuchtung haben, aber es sollte doch jetzt eigentlich wieder passen, ne? Ja, so gehört sich das doch. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Bug vom Game ist, nicht? Na gut, ich muss ja auch zu jedem... Während ich jedes Rennen auswählen kann, darf ich zu diesen Blacklist-Gegnern immer hinfahren. Das ist immer mega Angst. Oh, das ist ein kurzes Rennen gewesen. Control Division. So. Der liebt aber auch eher mehr Minimum als Maximum. Wir fahren mal die ganzen fucking Rubberbands. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Vielleicht diesmal auch ein bisschen besser als vorher. Ach, cool. Ja. So. Oh Gott, das hätte fast schief gehen können. Ich bin heute echt nicht auf Hochsüßtouren. Merkt man ein bisschen. Aber gut, kennt ihr das? Ihr habt das selber manchmal in manchen Spielen. Ihr seid nicht auf die besten Höchsttouren in Games. Das habe ich wohl gerade in Most Wanted. Egal, ob das die PP-Edition ist oder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, nicht? Ne?
Der Drift, der war blöd. Ah! Ich hätte nicht driften sollen. Ah, scheiße. Die ganzen Minimum-Sachen, solange ich sie habe, wehe, das ist wieder das CBT, weil die CBTs ignoriere ich einfach, weil die sind ein bisschen zu overkill, meiner Meinung nach. Mache ich jetzt mal die ganzen Minimum-Sachen. Die Korps! Ja, klar, natürlich, um die kümmern wir uns noch. Aber ich habe nichts gegen so Minimum-Sachen. Weil was die Mod-Nummer am meisten hat, ist halt wirklich Kopf auf. Prio Numero Uno. Da könnt ihr mir halt sagen, was ihr wollt, ne? Aber das ist halt einfach wirklich so. Wuhu, wir haben das Rennen. So, da waren wir noch ein Minimum. Wie gesagt, wir nehmen erstmal alle möglichen Minimums, die es geht. So. Aha, warum starten wir denn hier rein? Oh, ist das ein ekelhaft, ekelhaft. Ich mag wirklich die Kanäle hier gar nicht. Ah. Die Best Routes hier drin kenne ich aber auch nicht. I mean, ihr könnt mir ja mal gerne. Boah, Gott sei Dank. Reinschreiben, wie ihr die denn. Ah! Die denn so grundsätzlich anfahrt. Ich meine, gut, ich war ja schon mal schneller als die KI. Aber das muss noch nichts heißen, logischerweise. Das kann immer noch in die Hose gehen. Ich meine, gut, die Trackmania-Karre hier fährt sich nicht schlecht. Überhaupt keine Frage. Aber das kann mir trotzdem immer noch Probleme hier verursachen, mal davon ab. Die Wand wurde doch zu meiner. Mist, die Kack. Ich hab Bäume mitgenommen, das war nicht gut. Ich würde ja mal liebend gerne, und das ist eine ehrlich gemeinte Sache, ne? Diese Mod hier mal im Multiplayer fahren. Aber ich glaube nicht, dass Retro Racing Point das zulassen würde. Oder wie auch immer, wisst ihr? Aber es wäre schon irgendwie wie witzig. Den Leuten einfach mal, erst recht in diesem Discord, das ist. Ihr kennt das ja, ich habe hier schon öfter mal dazu Videos gebracht. Jetzt ist alles noch. Okay. 7 Rennen willst du? Wir haben. Ich will erst nur kurz wissen. 4. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe ja schon Videos bezüglich Retro Racing Points gebracht, ne? Und ich weiß, dass die ja mal eine Zeit lang, also durch jedenfalls ein bisschen, wobei ich aber auch leider weiß, dass die Performance auf der LAN-Basis sehr beschissen ist, so. Halt auch Most Wanted Videos gebracht. Die Performance ist halt leider blöd, da hilft leider auch nicht die beste Karte oder die beste CPU-Nummer zu. Das Spiel mag die LAN-Version halt so irgendwie nicht hundertprozentig. Ich weiß leider nicht, woran das liegt und so. Aber ich würde, es wäre schon davon ab, dass die Performance halt beschissen ist, halt einfach geil.
So, stellt euch mal vor, einen Multiplayer-Modus von der Pepega Edition, wo du nicht sagen kannst, welche Karre die beste ist oder so, weil weil die Karren natürlich sehr krass modifiziert wurden. Und weil, ja, ne? Das ist schon irgendwie so witzig. Die Karre ist doch geil. Und dann fährt sie sich grottig und jemand anderes fährt Karre XY. So. Und ist dann mal eben der absolute King in dieser Mod. So, wisst ihr? Natürlich musst du vielleicht aber auch meiner Meinung nach, glaube ich, einfach Ahnung hier von der Pepega Edition haben. Dass man auch wirklich sagen kann, ja, let it go, wir... Nö. Wir testen diese Mod so. Auch auf dem Multiplayer-LAN-Bereich oder falls es irgendwie auch die Möglichkeit gibt, den normalen Multiplayer zu nutzen, I don't know. Und, ja, das ist schon witzig. Wobei aber dann alle, glaube ich, auf der 201er Version spielen müssten. Damit einfach jeder einen denselben Kram besitzt. Weil ich glaube, sonst kannst, solltest du gar nicht hier drauf kommen. Ich meine, das spielt jetzt ja im Englischen. Was ja nicht mal egal, was ja sogar nicht so wild ist, weil ich weiß, dass du kannst, wenn der Hoster das Spiel im Englischen hat, kannst du auch nur dann auf beim Connecten, wenn du dein Spiel auch im Englischen hast. Leider. Es ist halt wie es ist. Aber ich glaube halt nicht, dass irgendeiner von den RRP-Lern die Ravage, die ich so Spaß einfach jetzt mal nenne, irgendwie dieses Video hier schaut. So, wir sind bei 5 von 7. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Wäre irgendwie witzig. Ich meine, kann man das Spielchen eigentlich im Multiplayer bringen? Weil das so krass gemoddet ist? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich nicht mal eine Antwort hätte. Ich meine, wenn jetzt irgendeiner der Mod-Ersteller jetzt hier irgendwie meine Videos schauen würde, ihr könntet mir das safe beantworten, würde mich nicht wundern, aber ich weiß nicht, wer von denen Deutsch kann, groß, geschweige denn, ob ich wirklich so Relevanz habe, dass die dass sich hier anschauen. Das hier muss ich halt einfach dazu sagen. Weil davon ab, dass nun mal auch die Pepega-Mod nun nicht outdated, aber ich weiß nicht, wie groß Prio die noch hat, ne? Das weiß ich halt nicht. Dadurch, dass jetzt ja auch die Pro Street Pepega-Version logischerweise nun mal auch jetzt in den Startlöchern steckt, wisst ihr? Soll ja nächstes Jahr kommen. Wo ich gar nicht weiß, ob ich dazu irgendwas bringe, weil ich Pro Street selber noch nie gespielt habe. Ja gut, die Sache ist, ich muss irgendwann Cops haben. Und da ich fast nur noch Maximum habe, kann ich nichts dagegen tun, dass ich halt
nun mal jetzt Korps kriege, ne? Da wäre einer fast gewesen. Oh nö. Wirklich kurz vor Schluss noch? Geil, einfach mal langsam gefahren, weil ich keinen Bock auf den hatte. Ja gut, wenn man Discord mal kurz gucken will, weil mich Starkey angeschrieben hat. Upsa. Und das kommt nicht komplett durchlädt. Nee, dann nicht. Ich liebe das auf dem Handy. Diese App ist so scheiße fehlerfrei. Jedenfalls meine Version. Ich muss irgendwie gucken, Version. Wisst ihr? Ich hab so eine Huawei-Handy, falls ihr das irgendwie wissen wollt. Wie viele Trappies wollen wir noch bekommen? Auf kurzen Meter. Womit ich nichts punkten kann. Och, leckt mich doch am Eimer. So, dann machen wir das auch. Ja, wir haben die Razors. Wie viel? Ja. Oh, wir finden uns noch die Milestones. Einer. Was haben wir denn da eigentlich für? Was will er denn? Oh, komm. Hey, Coppers! Wir haben noch gar keinen Stress mit euch. Da bin ich los, gerade jetzt, ne? Wenn ich es brauche. Ja, yes, sir! Mal davon ab, ich weiß, das ist dumm, aber egal. Dann Eden, los! Hey man, this Irish maniac is known for his ridiculous builds. Some of his rights were made by his equally ridiculous community. Thankfully, he'll face you in his own R30 today, thinking that'll be enough to take you down. I know it won't, so go show him. Yep. Gut. So. Nein. Raus! Raus! Oh, geil.